Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Part von Legend of Zelda The Wind Waker in HD. Wir sind auf dem Piratenschiff und ja, wir segeln zur verwunschenen Bastion. Mann, ein echter Glücksfall für Nico. Ganz unten in der ganz unten in der Mannschaftsrangliste hat man es schon ziemlich schwer. Ja, ja. Nico scheint regelrecht begeistert, dass er jetzt nicht mehr das letzte Glied in der Kette ist. Als dein Obermatrose wird er es dir bestimmt nicht leicht machen. Genau. Aber wenn du gute Miene zum Bösen spielen magst, wird es schon nicht so schlimm werden. Genau. Ei. Dann schauen wir uns mal im Schiff ein bisschen um. Man will ja auch wissen, worauf man segelt. So. Und wo geht's dahin? Nicht so forsch. Das hier ist Captain Tetras Kajüte. Das geht doch nicht. Selbst wir dürfen nur alle Jubeljahre mal rein. Das ist ja wohl klar, dass Fremde überhaupt keinen Zutritt haben. Tja, so ist das. Gut, das ist Captain Tetras Kajüte, dann dürfen wir auch nicht rein. Da unten... kriegen wir auch ein paar Rubine, yeah! Ja, dann holen wir hier noch ein paar runter. Ja, Rubine kann man immer gebrauchen. Gut. Das ist wahrscheinlich dieser Nico, schätze ich mal. Hey, Neuer! Ich bin ab heute dein Obermatrose, kapiert? Also, hör auf das, was Nico dir sagt. Und wir werden uns bestens verstehen. Also, als erstes machen wir mal den Aufnahmetest. Wie sich das für einen neuen gehört, kapiert? Also, sieh mir genau zu, wie ich's mach und schau dir tüchtig was ab, kapiert? Okay, was macht er denn? Er geht so einen Schalter... Zuerst betätigst du den Schalter hier. Stell dich einfach davor und bewege linken Stick nach vorn, um auf den Schalter zu steigen. Kapiert? Okay. Ach ja, das. Die Plattformen fahren dann von unten rauf und du musst auf sie drauf springen. Okay, das sieht irgendwie lustig aus. Dann musst du auf die Plattform vor dir springen, aber da ist ein bisschen weit weg, was? So weit springen ist leider nicht drin. Aber es gibt natürlich einen Trick. Wow, der kann echt hochspringen. Wenn du an das Seil springst, kannst du dich an ihm festhalten. Mit Hilfe von linken Analogstick vor und zurück kannst du schwingen und wenn du A loslassen drückst, lässt du los. Na, hast du alles kapiert? Das machst du dann einfach ein paar Mal, bis du bei der Tür zum Raum da hinten bist. Allerdings bleiben die Plattformen nicht ewig oben, also musst du dich schon ein wenig beeilen. Kapiert? Okay. Bis du bis hierher schaffst, brauchst du mindestens ein Jahr Übung. Naja, wenn du schneller schaffst, solle ich dich wohl loben. Also, häng dich rein! Gut, die Plattformen sind noch oben, aber ob ich es schaffe, weiß ich nicht, ich probiere mal. Uiuiui. Ha! Gleich mal versaut, hey Gott. Also wirklich, was soll das werden? Du musst schon genau springen, wenn du es bis hierher schaffen willst. Ach ja, eins habe ich nur vergessen zu sagen. Wenn du an einen Seil hängst, kannst du mit Hilfe von linken Analogstick nach links oder rechts die Richtung, in die du schwingen willst, ändern. Verwende ZR, um anzuhalten. Mit Hilfe von linken Stick nach vorne oder hinten kannst du dann auf das Seil rauf oder runter klettern. Kapiert? Gut, das haben wir verstanden. Oh Gott, wenn ich ehrlich bin, ich habe das früher gehasst. Wirklich, ernsthaft. Ups, da will ich vorher nicht hin. Aber gut, kommt aufs Gleiche hinaus. Dann gehen wir wieder drauf, haben wir neue Zeit und mehr Zeit. So. Okay. Ui, gut, da haben wir doch schon mal einen guten Sprung hingelegt. Yay. So. Wow, das war knapp, aber man hat es noch geschafft. So, das zweite Mal lief doch hier schon ganz gut. Was? Du hast es so schnell geschafft? Ich hab dich wohl unterschätzt. Aus dir wird vielleicht auch mal ein so guter Matrose, wie ich es bin. Oh, ob ich ihm das wohl einfach so geben kann?
Ach was, wird schon passen. Also, die Schatzkiste da drüben ist für dich. Kleine Anerkennung von deinem Obermatrosen Nico sozusagen. Nimm dir den Schatz besser schnell, bevor noch die anderen kommen. Okay, dann können wir mal... Oder öffnen wir einfach mal die Truhe. Nico ist schon irgendwie witzig, also... Auch wenn er irgendwie so herablassend ist, ich mag ihn. Du hast die Beutetasche gefunden. Eine praktische Tasche, in der du hauptsächlich im Kampf eroberte Items verstauen kannst. Von diesen Items gibt es insgesamt 8 Arten. Wenn du den Inhalt der Tasche ansehen willst, wähle sie mit und drücke Y, X oder R. Hey, Terron! Wir sind bei der verwunschenen Bastion angekommen. Komm sofort rauf! Okay, das ging ja fix. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Den schnellen Weg, wie ich finde. Weil ansonsten würde ich mich nur wieder Kehre oben machen. Aber wie gesagt, Nico ist schon irgendwie lustiger. Ich mag ihn. Hat meine Sympathie. So, dann gehen wir wieder zurück hier aufs Deck. Und mal schauen. Ah. Hey, Terron. Hier bin ich. Gut, dann müssen wir mal hier hochschauen. Ja, hoch. Geht doch. Gut. Geht ja ganz schön hoch. Aber gut, ist ja auf dem Schiff, ist ja klar. Ah, die haben da versteckt. Was treibst du bloß so lange mit Nico? Ihr werdet doch nicht irgendwas um einen Schatz oder so gewettet haben, oder? Aber wie auch immer, sieh mal. Das ist die verwunschene Bastion. Na, so ganz wie mal hier drüben, hm? Ah, der Riesenvogel ist auch da. Früher war hier nur der Unterschlupf einer Bande feindlicher Piraten. Aber jetzt scheint er ja wirklich gefährlich geworden zu sein. Sieh mal da. Da drüben. Das Fenster da. Kommen dir die Möwen irgendwie bekannt vor? Ich vermute mal stark, dass sie da oben deine Schwester gefangen halten. Die Bewachung scheint aber ziemlich streng zu sein. Die finden uns noch bevor wir überhaupt einen Fuß an Land setzen. Wie stellen wir das wohl am schlausten an? Ich glaube, die hat da schon einen Plan. Und ganz ehrlich, ich kenne ihn schon und er gefällt mir nicht. Ja? Nun mach doch nicht mal so einen Aufstand. Ein paar Opfer muss man bei solchen Unternehmungen eben bringen. So ist das halt. Außerdem ist die Sache völlig ungefährlich. Wir machen das schließlich ständig. Also, ist alles bereit? Lass ihn ordentlich durch die Luft sausen. Ich will einen Flug nach Vorschrift sehen. 3, 2, 1. Time to say goodbye. Wow! War das nach Vorschrift? Ah, nein, mein Schwert? Das ist jetzt scheiße, so ein Schwert. Wow. Nicht gut. So, die verwunschene Bastion. Da werden wir uns jetzt auf die Suche nach unserer Schwester machen. Ja, so völlig durchnässt, ohne Schwert, aber mit Schild. Ja, wie macht man das Schild hier? Nein, ich will mich jetzt nicht umsehen. Oh, nein, dein Schwert tut mir leid, da haben wir wohl etwas daneben gezielt. Haha, du schaust aber auch dumm aus der Wäsche. Ja, das ist ein Stein. Der Stein, den ich dir vorhin heimlich zugesteckt habe, das ist nicht einfach bloß irgendein Stein. Mit seiner Hilfe kann ich sehen, was du gerade so treibst. Wie du siehst, können wir sogar kommunizieren. Also drücke den Knopf, wenn dieser so aussieht. Ja, wie so ein Stern. Ich habe den Stein in dein Statusmenü getan, das du findest, wenn du im Itemmenü
den Pfeil auswählst. Das ist dann hier auf dem View-Gamepad. Aber du gibst ihn mir schön brav wieder, sobald du deine Schwester gerettet hast. Also verlier ihn bloß nicht. Dann mal los, frisch ans Werk. Aber pass auf die Suchscheinwerfer auf. Du solltest besser nicht in ihr Licht geraten. Okay, also, ich sag's mal so, da rein zu geraten ist eigentlich kein Problem. Man sollte sich nur nicht bewegen. Und man sollte eine Kiste über dem Kopf haben. Dann ist alles lässig. So. Eieiei, dann sammle ich mal nebenbei Rubine ein, weil, wieso eigentlich? Genau, weil ich geldsüchtig bin. Yay. So, gehen wir mal dahin. Hier sehen wir kein Problem. So. Überhaupt kein Thema. So, wo geht's jetzt hier weiter? Ach, da können wir hier rein. Oder hier hoch. Wow. Ich glaube, ich versuche mal hier hoch. Kann man hier irgendwie auch draufsteigen? Ich meine, da würde ich auch die Leiter erreichen. Ich glaube, so einfach geht das nicht. Dann gehen wir zur Tür. So. Tür auf. Sesam, öffne dich. Gut, eine Maus. Und wir haben kein Schwert. Mäuse sind hier gefährlich. So, aufheben und zerdeppern. Yay! Und dann, ja, auch hier solche Kisten. Ei. Können wir uns nicht darin verstecken? Wäre eigentlich sehr vorteilhaft. Yay, wieder 5 Rubine. Dann gehen wir mal da rein. Ei. Auch Kisten, Kisten, Kisten. So viele Kisten. Haben wir hier eine kleine Karte und schauen wir mal weiter. Ach komm, nee. Das ist unfair. Ich habe kein Schwert. Ach nee, oder? Ihr kommt jetzt da auch noch hoch? Ach Mann, ey. Euch komischen Viecher mag ich nicht. Aua! Tut weh! Ihr seid blöd. Ey, komm. Lass mich gefälligst in Frieden. Gut. Eieiei. So, geht mal hier weiter. Komm mal da oben hoch. Ja, komm mal. Gut, schauen wir mal, wo wir hier reinkommen. Und? Da sind wir doch noch etwas weit weg. Eieiei. Immer noch weit weg. Aber gut, wir werden es irgendwie schaffen und ja. Ich bin zuversichtlich. So, was will uns Tetra sagen? Teron, hör mir gut zu. Wenn du die Leiter raufkletterst, erwartet dich da oben der Unhold, der diese Suchscheinwerfer bedient. Wenn du ihn bezwingst, hältst du damit vielleicht die Scheinwerfer an. Dummerweise bist du unbewaffnet. Außer dein Schild hast du nichts, um dich ihm zu stellen. Also, an deiner Stelle würde ich mit einem Schild den Angriff dieses Schurken abwehren und wenn er seine Waffe verliert, diese schnell durch Drücken von H aufheben. Naja, mal sehen, wie du dich behauptest. Also ich behaupte mich ganz gut, denn ich bin gut. So, ich behaupte es einfach mal. So. Er hat mich bemerkt. Und dann geht's hier nach oben. Gut, wie ging das jetzt? Gut, anvisieren. Schild. Ach, hier, so Schild. Ah, er hat die Waffe fallen lassen. Wo ist sie wohl? Aua! Blöde Kamera, ey. Aber gut, machen wir das gleiche Spiel eben nochmal. Mann. Hallo, ich bin da. Will er noch ein weiter drauf rumschlagen? Okay. Wann verliert ihr die Waffe jetzt wieder?
oder schlägt mal auf mir drauf. Okay. So, schlagen wir ihn damit. Komm, hau hin. Haha, das sieht doch mal gut aus. Hihi, ich hab wie dein Herz. Gut, darunter soll ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Hm. Ich glaube, das da drüben ist eigentlich auch wie ein schlecht eher. Hm. Kann ich jetzt irgendwo umschauen? Oh, das ist jetzt nur hier. Hm? Was ist. Ach, da kann ich es auf dem View Gamepad schalten. Oh. Okay, das wollen wir natürlich nicht. Ich will ja euch nicht mit irgendeinem blöden Screen langweilen. Ich will, aber was will ich denn? Ich will es euch zeigen eigentlich. Gut, dann können wir hier auch runter. Ach, da kommen wir doch her eigentlich, Mann. Hm, da kommen wir aber auch nicht weiter. Also müssen wir doch im Endeffekt runter. So, von wo kommen wir eigentlich her? Ich gehe jetzt einfach mal da weiter. Ich habe echt keinen Überblick. Hm. Sieht wieder Raum aus, wo wir waren. Ich gehe mal wieder zurück. Und gehe mal auf die andere Seite durch. Vielleicht ist es besser, vielleicht ist es schlechter. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie.